Fortsetzung im Text von Edith Seifert, Diotima und das Wissen einer Frau. Mit Diotima wird die Erörterung über das Wesen der Liebe fortgesetzt und die bisherige Bestimmung des Eros erneut auf den Prüfstand gestellt. Durch den Auftritt der Priesterin einer Frau kommt ein rätselhaft neues Moment zu dem bisherigen Reden über die Liebe hinzu. Also Diotima ist beim Symposium nicht dabei, sondern nur in Zitation durch Sokrates, der auf sie verweist, dass sie ihm die Liebe gelehrt habe. In Kenntnis der Geschichte, der zufolge Frauen im antiken Griechenland und insbesondere in Athen kaum Geltung hatten und nach Platon und ihrer Natur nach nicht über die erforderlichen geistigen Anlagen verfügten, stellt sich die Frage, was mit dem Auftritt der Frau und Priesterin bezweckt sein soll. Die Antwort lautet, mit Diotima wird bestätigt, dass Liebe nicht nur der körperliebende Eros ist, dass sie nicht nur eine besondere empirische Form zwischenmenschlicher Beziehungen darstellt, sondern bei Platon auch ein Weg zur Erkenntnis des Schönen und Guten ist, beziehungsweise mit Lacan zur Erkenntnis des immer noch halb wahren Begehrensobjekts führt. Fußnote: Die Tatsache des Sprechens ist der Grund dafür, dass sich nach Lacan Wahrheit nur halb sagen lässt. Das Sprechen wird hier als eigene autonome Dimension eingerechnet. Es ist nicht einfach Mittel zum Zweck der Verständigung. Zur Interpretation der Diotima-Episode siehe Engelen, zum Begriff der Liebe im Platon-Symposion oder warum ist Diotima eine Frau. Je dis toujours la vérité, pas tout, parce que tout la dire, c'est impossible. Ils sont les mots qui manquent. Das hat Lacan irgendwann mal gesagt. Ich glaube in Television oder in Radiophonik. Weiter im Text. Mit der Intervention von Diotima wird fast im freudschen Sinne also auf die Doppelgesichtigkeit, Dualität des Eros verwiesen und angezeigt, dass Liebe als Erkenntnis des Wahren nicht nur aus Besitz ergreifen, haben wollen und Gier besteht, sondern Gebären, Zeugen, Hervorbringen mit einschließt. Das ist natürlich jetzt ein lustiger Salto Mortale von dem platonischen Erkennen des Schönen und Guten zum Zeugungs-Reproduktionswissen. Fortsetzung folgt gleich.